Guckt mal, Katzis, was wir bekommen haben. Guck mal, Cosmo. Das ist für dich von Daniel. Und für Apollo. Mal gucken, wer von euch beiden lieber drauflegen möchte. Dankeschön, lieber Daniel. Wir werden das jetzt ausprobieren. Cosmo, hast du Lust drauf auszuprobieren? Das ist eine Fensterliege. Hallo, ich rede mit dir. So, ich nehme euch jetzt mit, wie wir versuchen. Wir heißt ich und ihr schaut mir dabei zu, weil ihr könnt ja nicht helfen, das Ding aufzubauen. Mal sehen. Als erstes muss es auseinandergepackt werden. Okay, das ist offensichtlich schon ein schwieriges Thema für Blondie. Aber ich habe es geschafft. Es fühlt sich schon mal auf jeden Fall sehr weich an. So habe ich mir das vorgestellt. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Daniel. Und okay, es ist so groß. Und das ist die untere Seite. Was haben wir hier? Was? Es sieht jetzt schon sehr kompliziert aus. Ich hätte, glaube ich, lieber auf Marcel warten sollen. Aber ich kann das nicht. Ich bin immer so ungeduldig. Ich will alles immer direkt machen. Oh Mann, wieso muss das alles immer so kompliziert sein? Könnt ihr das nicht schon fertig bauen und auch so liefern? Wieso muss man alles selber machen hier? Nein, ich will mich nicht beschweren, okay? Ich will mich nicht beschweren. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich über das Geschenk. Und will es wirklich unbedingt ausprobieren. Cosmo, willst du mir helfen? Ich weiß nicht, ob du mir helfen kannst, weil hast du auch schon bemerkt, ne? Dass du hier nicht helfen kannst. Wirklich nicht. So, als erstes diese Dinger hier. Das Problem ist, ich habe halt auch gar keine Geduld, was das angeht. Gar keine Geduld. Ich will jetzt alles sofort schnell, schnell, schnell machen. Und habe mir natürlich nicht die Bedienungsanleitung vorher durchgelesen. Das sollte ich vielleicht mal machen. Bevor ich was kaputt mache, weil normalerweise liest man die Bedienungsanleitung erst nachdem man was kaputt gemacht hat. Ich wollte gerade sagen, ich verstehe das nicht, aber man sollte auch nicht bei Schritt Nummer 6 anfangen. Apolli. Apolli, mein Flauschi-Bauschi. Willst du mir jetzt auch helfen? Ich glaube nicht. Okay, also man muss erst das hier... Wisst ihr, was das Metallding sein könnte? Womit verbindet man das? 6 und 6 mit 4. Wo sollen hier die Zahlen draufstehen? Ah, ich glaube, das ist so eine 4. Okay. Okay, also 6 und 6 verbindet man mit 4. Okay, und dann? Muss man das jetzt mit allen machen? Wahrscheinlich, ne? Okay, dann machen wir das noch mit dem und mit dem. Hier ist noch einer. Okay, hier ist noch einer. Dann verbinden wir die auch noch. Das und das. Was noch? So, als nächstes soll man diese Dinger hier so... Wie denn jetzt? Ach so, das muss hier drunter geschoben werden. Verstehe. Okay, also, oh Mann, kann das nicht einer von euch machen? Nein, Spaß. Es macht nur Spaß. Mann, wieso kann ich nicht... Ich hasse sowas. Ich hasse es auch, wenn irgendwelche Schränke kommen und wir die dann stundenlang zusammenbauen müssen. Das ist nicht meins, wirklich. Das ist nicht meins. Das wäre auch gar nicht irgendwie mein Talent gewesen, irgendwas Handwerkliches zu machen. Deswegen seht es mir nach, dass ich jetzt ab und zu wahrscheinlich ein bisschen ausrasten werde. Weil das einfach nicht so klappt, wie ich das gerne hätte.
Und außerdem stellt euch darauf ein, dass dieses Video wahrscheinlich circa eine halbe Stunde dauern wird. Aber keine Sorge, ich versuche euch trotzdem auch währenddessen ein bisschen mit meinen Ausrastern zu unterhalten, damit es hier ja auch ja nicht langweilig wird. Und Spoiler, in der Mitte passiert wahrscheinlich auch noch irgendwas Schlimmes. Ich hoffe nicht, aber bei mir, da kommt immer irgendwas. Oh, ich glaube, eins habe ich drin. Aber ist das normal, dass die hier so auseinanderbrechen? Ich meine, ich kann das nicht richtig reinmachen, dass es hält. Das geht gar nicht. Das muss man dann irgendwie so schieben, glaube ich. So, ich glaube, so ist gut. So, und jetzt noch das andere. Habe ich doch gesagt. Zum Glück war da keine Katze oder so. Das hätte auch voll ins Auge gehen können. oh, das hält ein bisschen besser. Okay, also. Du kommst jetzt hier rein. Du kommst jetzt hier rein und machst hier keine Faxen. So. Oh, ich schwör's dir. Ne? Ich bin so froh, dass ich nicht als Mann geboren wurde, weil bei Männern verlangt man ja, dass die sowas können. Und wenn ich ein Mann wäre, dann würde ich so sagen, nein, das kann ich nicht. Und ich werde es auch niemals können. Ja, und jetzt? Was mache ich damit? Die Rollläden gehen jetzt zu. Boah, das hat mich gerade verschreckt. Das Ding ist ja weggeflogen. Also... Ach so, man macht nur so ein kurzes Teil hier rein. Ohne das Metallverbindungsding. Ja, aber wofür ist denn dann das dritte Metallverbindungsding? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Okay, also, du gehst jetzt hier rein, habe ich gesagt. Du gehst da jetzt. Du machst jetzt, was ich dir sage. Okay, das hat schon mal gut geklappt. Der nächste Schritt ist... Was zur Hölle soll das sein? Das sind, glaube ich... Diese? Ja, genau. Guck mal, die zeigt mir hier vier identische Bilder und bei manchen steht ein Häkchen, bei manchen ein Kreuz. Was zur klappernden Löffelbox soll das bedeuten? Hm? Was soll das bedeuten? Die Bilder sind... So, finde den Fehler, weißt du? Ich kann das nicht erkennen. Okay, ah, da sind so Knüppel. Okay, ihr habt bestimmt gerade auf Pause gemacht, nochmal zurückgedreht, um zu sehen. Ich sehe doch den Unterschied bei den Bildern, Blondie. Ja, aber war schwer zu erkennen. Jetzt ist die Frage, welches davon? Wir haben hier sowas und sowas, sowas Durchsichtiges und was Weißes. Was davon nimmt man denn? Diese, das hier und das hier? Ja, die haben Knüppel dran, das stimmt. Und jetzt? Ja, und wo macht man die jetzt hin? Vor allem, wie macht man die da hin? Muss man das jetzt aufschrauben? Nee, das muss man nicht aufschrauben. Ah, ich glaube, ich muss doch diese Dinger hier nehmen, weil die haben hier so Löcher. Und dann kann man das... Und dann kann man das hier irgendwie reinstecken. Ich hätte diese... Ich bin so dumm, ne? Das gehört hier nicht hin. Das gehört hier überhaupt nicht hin. So, das muss nämlich so sein. Und genau, die beiden Dinger, die gehören nach außen, glaube ich. So. Und das hier auch. So. Ah ja. So, okay. Nein, nicht okay. Doch okay. Okay? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, und jetzt? Okay, man muss an die anderen Enden auch offensichtlich
die Dinger dran stecken. Ich vermute mal auch so. So. Und so. So, hier. Wo ist denn das Ding? Da. Okay, das müsst ihr sehen hier, Apolli. Was beobachtest du, hä? Beobachtest du, wie ich das jetzt hier mache? Wie ich einfach kläglich versage? Ja, wisst ihr, was ich gemacht habe? Komplett falsch einfach, weil das hier nach oben gehört und nicht nach unten. So, okay. Pfui. Das sieht doch schon wieder super kompliziert aus. Ich glaube, man muss das hier auseinanderfriemeln. Okay, das hier auseinanderfriemeln. Und jetzt kommt das auch irgendwo hin. Apolli. Einmal riechen. Bup. Okay. Das kommt an dieses Ende. Okay. Und das hier muss man auch auseinanderfriemeln. Ich habe keine Geduld. Das hier kommt an dieses Ende. So. Ja, und jetzt? Man muss jetzt sämtliche Teile miteinander verbinden. Vor allem dieses Metallding muss man hier wieder reinmachen. Hier so. Hier so. Also so falsch war ich gar nicht. Ich war nur zu früh. Okay, passt schon mal. Dann haben wir diese Dinge. Und ich hätte jetzt einfach nach Gefühl verbunden, aber sollte ich vielleicht doch lieber nicht tun. Weil hier kommt auch noch, glaube ich, so eine Stange rein, oder? Das ist Cosmo, der da kurz ausrastet. Wo ist denn die Stange, die da reinkommt? Ah, da ist sie. So. Die kommt also hier so rein, ja? Warum muss man das denn so machen? Verstehe ich nicht. Verstehe mal eine dieser Technik. For real. Und dann gibt es hier diese Dinger hier. Die muss man jetzt wohl hier so machen. So miteinander verbinden. Die Ecken. Ich krieg's nicht hin. Alles mit Gewalt. Kennt ihr das beim Fernseher? Wenn der Fernseher nicht funktioniert, dann einfach ein paar Mal draufhauen. Richtig feste. Und dann wird das schon wieder funktionieren. Hat in den 90ern geklappt. Klappt bestimmt immer noch. So, und jetzt kommt das hier da drauf. Drehen wir mal wieder die Kamera etwas hier hin. Das hier etwas nach oben. Dann kann ich euch besser sehen. Beziehungsweise ich kann mir euch ein bisschen besser vorstellen. Ja. Perfekt. So, das kommt noch hier drauf. Das kommt noch hier drauf. Und es passt nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Wie kann das denn jetzt nicht passen, ha? Wie kann das jetzt nicht passen? Was stimmt denn hier nicht? So, wo ist denn das Problem jetzt hier? Ich verstehe das nicht. Es kann doch gar nicht sein. Es kann nicht sein, dass das jetzt nicht passt. Ich will es nicht kaputt machen, aber ich fürchte, ich werde keine andere Wahl haben. Weil das doch schon wieder hier nicht richtig ist. Das kann doch gar nicht richtig sein. Vielleicht, wenn ich das einfach so mache und das da später drum mache, glaube ich zwar nicht, dass das so der korrekte Weg ist, aber ich teste es jetzt einfach mal aus. Oh, nein, es klappt alles nicht. Es klappt nicht. Habe ich irgendwo einen falschen Stock reingemacht? Kann es sein, dass der Stock hier zu lang ist? Nein, das kann nicht sein, oder? Die waren alle gleich lang.
Habt ihr doch gesehen am Anfang, oder? Die waren doch alle gleich lang. Bin doch nicht blöd. Doch, bin ich. Aber ich habe trotzdem gesehen, dass die alle gleich lang waren. Warum funktioniert das denn jetzt nicht? Ich verstehe das nicht. Und wofür ist das und das da? Warum sind die Teile übrig jetzt? Die dürften gar nicht mehr übrig bleiben. Mann, ey. Was soll denn das? Wieso geht das nicht? Raste hier gleich aus. Okay. Das hier vielleicht ein bisschen nach oben. So. Geht das jetzt? Und nein, das geht nicht. Das ist sogar noch viel schlimmer geworden. So vielleicht. Macht eigentlich absolut keinen Unterschied, oder? Wie das dran gemacht wird. Nee, sorry, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin, ich geb's auf. Ich kann doch jetzt nicht aufgeben, das wäre doch richtig bescheuert. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Ah! Wieso funktioniert das nicht? Ich meine, das muss funktionieren. Es muss funktionieren. Ich habe doch nichts falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Manu. Vielleicht habe ich doch was falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich nicht. Die sind alle gleich lang. Der ist jetzt drin. Ist der gerade von alleine reingegangen? Oh, Marcel ist da. Er kann das jetzt für mich machen. Hi, Schatz. Hi. Komm her, ich brauche hier deine Hilfe. Ja. Ja. Da! Ich hab's geschafft. Okay, doch nicht. Aber wahrscheinlich doch. Weil ich das hier nicht hinkriege. Offensichtlich. Das Fenster liege Ding. Ja, das Fenster liege Ding. Und ich schaff's einfach nicht. Ich schaff's einfach nicht. So. Das mache ich jetzt also hier dran. Komm schon. Okay. Ja, und dann. Na, nee. Nee. Hier rein. Und hier rein. So. So. Das ist. Nein! Mann! Hier rein. Und hier rein. Also wirklich, das ist das Einfachste der Welt, so ein Ding zusammenzubauen. Es kann ja wohl nicht sein, dass ich das nicht schaffe. Es ist schief. Nein. Es ist nicht schief, ich bin einfach nur doof. Oder? Oh Mann, ey! So, das ist jetzt dran. Das ist jetzt dran und was soll das jetzt hier? Was soll das hier? Da komm schon, du schaffst das. Glaubt an mich jetzt und drückt mir alle eure Daumen Boden. Okay, ich krieg das nicht hin. Ich gehe das jetzt Marcel geben, damit er das einmal gerade macht und das Ding springt immer wieder raus. Keine Ahnung. Mit vereinten Kräften haben wir es geschafft, es anzubringen. Naja gut, Marcel hat es geschafft. Aber ich find's mega cool. Jetzt kann auch die zweite Katze bei uns auf der Couch chillen, ohne zu sagen, dass sie keinen Platz hat. Er keinen Platz hat. Ja, Cosmo, komm her, ausprobieren. Komm her, schnell. Hier hin. Komm. Komm, hier hoch. Auf die Couch, los. Und jetzt dahin. Nein, das ist da oben. Cosmo, es ist hier. Cosmo, es ist hier. Hier. Ich hab sie draufgelegt. Hier, verstehst du das nicht? Ja, da oben.
Nein, das ist nicht runtergefallen. Ja, da musst du gucken. Ja, es ist stabil. Ich habe es ausprobiert. Ganz ruhig drauf. Ist kein Problem. Obwohl, du bist schon ganz schön dickerchen, ne? Ja, es wird schon in Ordnung sein. Und wenn du fällst, dann fällst du eh auf die Couch. Versuch's. Versuch's doch mal. Hab keine Angst. Ja. Sehr gut. Juhu. Du hast es geschafft. Jetzt ist es deine Fensterliege. Voll schön. Apolli. Ausblick auch. Ja, wenn die Rollladen auf sind, dann hat er einen Hammerausblick. Apolli, geh gucken. Das ist jetzt eigentlich dein Platz. Weil Cosmo liegt ja immer bei uns auf der Couch und du könntest dann hier oben liegen. Okay, es hält doch nicht so gut, ich muss es wieder dran machen. Aber die Katze hat sich nicht wehgetan, Gott sei Dank. Das ist jetzt nicht die Schuld der Liege, sondern meine Schuld. Ja, wie ich es euch versprochen habe, passiert am Ende noch was. Aber zum Glück nichts Dramatisches. Das Kätzchen ist jetzt unten. Apolli muss eigentlich noch gucken kommen. Und ich habe das Ding hier fester dran geschraubt. Jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Mich selbst draufsetzen würde ich jetzt nicht. Doch, es ist jetzt. Es ist fest. Ja. Puh. Da hatte ich aber auch einen kurzen Schock kurz gehabt.